Das wird hier ganz, ganz kritisch. Außer natürlich, ich schaffe es hier irgendwie. So. Nee. Die Seite hier machen wir nochmal weg. Weil da kommt so eins hin. Kein Geld mehr dafür. Das wird nicht halten, hier nicht. Hier wird das brechen. Haben wir irgendwas Überflüssiges? Das sieht schwer überflüssig aus. Wenn ihr mich fragt. Wenn ihr mich fragt, sieht das hier in der Mitte hier vor allem sehr überflüssig aus. Wow. Hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt hält, sag ich doch. Die Strebe wird auch brechen. Ja, die hat viel zu viel Belastung auf einmal gerade. Geradewegs hier durch. Dies können wir neu anfangen. Dies fangen wir auch mal neu an. Brücke, 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 Brücke. Zumindest die hätten sie einem schon vorbauen können. Brücke. Dankeschön. Weißt du? So mit Holz und so. Wie wär's, wenn wir den Punkt hier gar nicht sichern? Das ist ja der Mittelpunkt, oder? Aber die stehen ja auch versetzt. Ah, ne, tun sie nicht. Doch, tun sie. Das ist wahrscheinlich der Trick bei der Sache. Dass der sich hier drum mitkümmern muss. So, machen wir das damit. Nehmen wir den damit. Ja. Nee. Nee, 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 das bricht hier. Ja, ich habe schon das Brechgeräusch gehört. Das hält sogar mal. Im Lebtag nicht. Ihr schafft das. Spring! Spring! So, das ist auf jeden Fall immer gut zu wissen. Dass hier vorne die Belastung gar nicht mal so schlimm ist. Lösen wir es mal hier in den Knoten auf. So, die Belastung hier ist nicht so schlimm. Das heißt, die ist echt okay. Wer hier das jetzt noch? So, hier rüberbauen.
das alles gut hier. Passt die Belastung denn so lange, bis die LKWs ungefähr hier sind? Nur so lange muss die Belastung irgendwie halten. Oh Gott, ja. Ja, die Brücke bricht jetzt halt auseinander, weil da von hier kurz Belastung ist und hier nicht. So, machen wir hier mal kurz. Das ganz Doofes hin. Weg damit. Alter Schwede. Dankeschön. 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 Und hier einmal so ein Teil. Im Lebtag nicht. Also im Lebtag wird das nicht halten. Aber darum geht es ja gerade nicht. Ich gucke ja gerade nur, ob das hier überhaupt das aushält. Das hält das aus. Und den Wechsel darüber hält es nicht aus. Der Wechsel hierüber ist zu krass. Das Ding ist. Lassen wir das hier mal weg. Bauen wir das einfach mal ein bisschen anders. Ja. Haben wir nämlich hier noch ein bisschen Asche, um hier so ein... Ne, haben wir nicht. Oh, fuck. Die Belastung auf dem Teil hier ist zu groß. Und hier haben wir ein total unnützes Stück. Die Belastung auf den beiden ist einfach zu groß. Hier denn? Das hilft irgendwie gar nicht. Aber die Normalkraft müsste doch einfach nach unten gehen. Das ist das, was ich in der Schule gelernt habe. Dass die Normalkraft stark nach unten geht. Das heißt, die Belastungskraft hier geht hier lieber da lang und darüber als diesen schrägen Weg. Lieber. Das heißt nicht, dass es nicht tut. Boah, habe ich mich gerade erschreckt, dass das Teil kracht. Aber warum kracht das denn? Gucken wir, legen wir unser Augenmerk mal genauer hier drauf. LKWs. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich glaube, hier ist die Normalkraft hier generell einfach hier zu statisch. What the fuck? Dazu jetzt noch irgendwie random Teile? Wann es mal funktioniert, man nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, die laufen jetzt immer gleich ab. Haben sie ja bisher auch immer. Irgendein Trick? Gefragt, ob es hier irgendeinen Trick gibt. Ich kriege keine Antwort. Bricht das oben einfach auseinander. Maybe, just maybe.
Wenn das vom Geld her reicht. So. Genau das wollte ich. Genau das und nichts anderes. Was hast du erwartet? Ach, herrlich. Wenn ich hier die Streben. Reicht das für die kompletten Streben? Alter. Nee, das reicht nicht annähernd für die kompletten Streben. Aber vielleicht für die Außenseiten. Ja, dafür reicht's. Go, go! Das wird super! Das klappt! I believe in the bridge! The bridge is awesome. I believe in the bridge. The bridge failed me. Machen wir auch mal die hier hin. Genau. Ist ja nicht so, als würde ich hier die Strebe haben. Nee, nee. Die Belastung ist hier oben für das Eisenteil zu groß. Und für die. Wow. Auf jeden Fall müssen wir dieses Überspannsel machen. Wir können unser ganzes Geld fressen für nichts. Was natürlich jetzt die Frage ist, ist, ob es funktioniert, wenn wir hier die hier machen. Dann einfach das damit drüber spannen. Ach ja. Stabilität und so nicht gewährt. Seine hier. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, nee. Nee. Auch doof. Das wird nicht funktionieren. Also ich vermute schon, dass wir hier sowas Überspannendes machen müssen. Aber es könnte gut sein, dass das Teil hier dann das Holz sein muss. Genau wie die Streben dann.